Es reicht. Gebt uns unser normales Leben zurück. Lagenkliniken stabil, Omikron harmloser als gedacht. Maßnahmen wirken kaum dagegen. Ausland macht auf. Au contraire. Dabei handelt es sich doch nicht um den Inhalt eines Protestschildes von Maßnahmenkritikern und auch nicht um die sogenannten Verschwörungstheorien der als Co-Idioten diffamierten Spaziergänger. Was hier geschrieben steht, übrigens auch auf der Titelseite der größten deutschen Tageszeitung, widerspricht auch allen bisher bekannten medizinischen Grundsätzen von Regierungen und deren Experten, die als Richtschnur dafür galten, ob ein Mensch als höheriger Covidist und damit als braver solidarischer Sklave der Corona-Politik galt oder eben als verschwörerischer Querdenker, als unsolidarischer und gefährlicher Schwurbler. Für die Botschaft dieser Überschrift wäre man vor Wochen noch sofort im öffentlichen Dienst entlassen worden, auf den Scheiterhaufen gestellt, in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder YouTube zensiert und gesperrt worden. Nun steht es schwarz auf weiß im Mainstream, in der Bibel des Volkes, das doch so gerne vorgegaut bekommt, was es zu denken hat. Und wenn Deutschlands größte Zeitung gegen die autokratischen Maßnahmen der Regierung mobil macht, dann muss was daran stimmen. Dann kann das Volk daran glauben. Ja, die Spitalszahlen sind in Deutschland nicht nur stabil, sie sind niedrig wie nie zuvor. Die Lockdowns haben nichts gebracht, kein Menschen gerettet, sondern nur Volksvermögen zerstört, sagen zumindest Studien der Johns Hopkins University. Großbritannien, Finnland, Irland, die Niederlande, Spanien, Schweden, die Schweiz, ja sogar Israel macht auf, beendet den zerstörerischen Wahnsinn, gibt die geschürte Hyperhysterie endlich auf. Wie das mit einer Impfpflicht vereinbar ist, die deutschen Koronisten, die Lord Siegelbewahrer der Corona-Autokratie vorantreiben wollen, bleibt rätselhaft. Und wie der Schlachtruf »Gebt uns unser normales Leben sofort zurück« mit den Äußerungen des gesundheitspolitischen Stotteranten der Regierung Lauterbach in Einklang zu bringen ist, der erst zu Ostern, also in 2 Monaten, die Auferstehung sieht, ist ebenso unklar. Es wird Zeit, dass man Corona nach langen 24 Monaten am Misthaufen der Geschichte endlich beerdigt. Wie übrigens diese Bundesregierung auch.